Willkommen zurück. Gehen wir doch hier auf der Liste weiter. Rechts oben haben wir ein Label für den Punktestand, also das hier. Um Punkte zählen zu können, benötigen wir zuerst eine Variable, die überhaupt weiß, wie viele Punkte wir haben. Und hier verwenden wir eine spezielle Variable. Und zwar ist das eine Trace-Variable. Die beginnt mit dem Wert 0. Trace-Variablen, die werden nachverfolgt. Das heißt, das Label, das wir nachher machen, können wir damit verknüpfen. Und wenn wir diese Variable ändern, den Wert dieser Variablen, dann wird jeweils die Anzeige angepasst. Das Label selbst müssen wir nicht mehr direkt ansprechen. Deshalb können wir das direkt einfach erstellen, müssen es gar nicht in einer Variable abspeichern. Also wir haben hier das Label. Dann mit Self übergeben wir das Game. Die Position hier ist vom rechten Rand weg, 20 Pixel von oben auch. Benötigen wir natürlich einen Anker rechts oben. Die Farbe ist gelb und wir verknüpfen das mit Self.Punkte. Wenn ich das ausführe, haben wir bereits das Label mit 0 Punkten. Um zu zeigen, wie das funktioniert, setze ich jetzt hier noch die Variable Punkte. Wir sprechen den Wert über Value an, erhöhe ich um 1. Und wir sehen hier, das wird direkt angezeigt. Machen wir jetzt aber wieder weg, das brauchen wir erst später. Weiterhin haben wir hier die Möglichkeit, ein neues Spiel zu beginnen, wenn wir die Leertaste drücken. Und wir haben Game Over, das angezeigt wird. Und das können wir bereits vorbereiten. Das wären dann hier eigene Funktionen. Ich kann die jetzt noch nicht voll ausprogrammieren, da fehlen noch einige Elemente. Aber vorbereiten kann ich natürlich immer. Was soll passieren bei einem neuen Spiel? Ja, der Starttext und der Game-Over-Text sollen sicher nicht mehr dargestellt werden. Also sage ich self.starttext. .visible ist dasselbe wie self.gameovertext. .visible und das ist gleich false. Vielleicht kennst du das bisher noch nicht. Das sind so Mehrfachzuweisungen, die man in einer einzigen Zeile schreiben kann. Bei einem neuen Spiel müssen wir auch die Punkte zurücksetzen. Das soll 0 sein. Viel mehr können wir im Moment noch nicht machen. Das soll auch genügen. Es geht ja hier nur um die Vorbereitung. Dann haben wir Game Over. Da haben wir im Prinzip dasselbe. Nur soll es jetzt eben angezeigt werden. Also das wird jetzt true. Und mehr machen wir momentan noch nicht. Jetzt passiert natürlich noch nicht viel. Wir haben zwar neue Spiele auf dem Bildschirm, aber die Leertaste hat noch keine Funktion. Wir haben ja da noch nichts programmiert. Und genau das sollten wir jetzt tun. Wie stellen wir fest, dass die Leertaste gedrückt wurde? Auch so etwas haben wir schon gesehen. Das ist nämlich ein Event, den wir bekommen, wenn eine Taste gedrückt wird. Da überprüfe ich zuerst einmal, steht überhaupt dieser Text neues Spiel mit Leertaste hier? Nur dann müssen wir darauf reagieren. Und der Event eben ein Tastendruck ist und die Taste die Leertaste ist. Dann haben wir ein neues Spiel. Können wir ausprobieren. Da ist etwas falsch. Ja, das muss man natürlich richtig schreiben. Das ist ein Type, nicht ein Typ. Jetzt drücke ich die Leertaste. Wir sehen, der Text verschwindet. Also das scheint schon richtig zu sein. Somit hätten wir auch die Vorgaben für dieses Video bereits erledigt. Wir sehen uns gleich im nächsten Video.